Benni, ich hab, Louis, ich habe extra für dich die Bienen wieder aufgefüllt. Ich glaube, der Mogli wollte jetzt das Bärchen zu den Bienen mit reinstopfen. Guck mal, es sind wieder Bienen drinnen. Nicht hinlegen und faul sein. Keine Chance zum faul sein. Die Elfie ist immer noch wach. Ich glaube, die Elfi geht jetzt zu ihren Geschwistern. Ja. Nein, das hat er sich nicht rausgeholt, das war noch rumgelegen. Die zwei, die ich reingesteckt habe, sind immer noch dran. Tja, Mogli, das bunte Monster schmeißt Welpen gerne runter. Hast gerade gemerkt. So, Holly wird jetzt halb gewaschen sein, durch den klatschnassen Tunnel durch. Und die zwei schlafen da hinten. Randale erst, wenn die Filmerei fertig ist. Pack da deine Welpen zurück. Okay, ich tu das. Enzo ab. Der wollte nur sein Spielzeug holen, die Welpen sind nämlich alle mit ihm jetzt mitgelaufen. Mhm. Sind sie wieder da? Ja.
Der Benni findet es gut, dass ein Enzo sein Spielzeug jetzt auch da ist. Bailey ab. Bailey ab. Ist das nicht ein Gesichtchen zum Verlieben? Hop it up. Ich muss die Großen hier aus dem Bereich fernhalten, weil wenn die hier durchmarschieren, zum einen klauen sie das Spielzeug und zum anderen laufen die Welpen dann im ganzen Zimmer rum und da filmt sich's dann nicht mehr so gut. Die sollen hier bleiben zum Filmen und danach dann darf wieder die Großen überall laufen, die Welpen überall laufen. Ein großes Wohnzimmer, frei für alle, nur nicht während der Spielstunde. Pepe brettert durchs Zimmer. Da brauche ich gar nicht erst versuchen, mit der Kamera hinterher zu gehen. So, mein lieber Benni, ich wünsche dir für morgen eine gute Fahrt ins neue Zuhause. Viel Spaß mit deiner neuen Familie. Und ein sehr, sehr glückliches Leben. Tschüss.